Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir, wie man dieses sehr hübsche Muster häkelt, welches sehr gut geeignet ist für einen Schal, für eine Stola oder für Sommersachen wie Tunikas oder Sommerpullis. Es ist ein ganz einfaches Muster, es ist ein sehr leichtes Muster, es besteht aus nur zwei Musterreihen und ist teilbar durch 12 plus 1. Ich habe hier einen Schal gehäkelt, welcher ungefähr 2 Meter lang ist und 22 cm breit. Ihr könnt aber auch eine Stola daraus machen. Ihr könnt sie 40, 50 oder 60 cm breit machen. Ihr könnt Fransen anbringen, wenn ihr mögt. Ihr könnt eine Solomon-Bordüre häkeln, wenn ihr wollt. Ihr findet Videos dafür dann auch im Kanal. Ich werde meinen Schal so lassen, wie er ist, weil ich diese wellenartige Form hier sehr mag. Für meinen Schal brauche ich einen Knäuel Angora Gold von Alize. Es sind 550 Meter, 80% Acryl, 20% Wolle. Und arbeiten tue ich wieder mit Nadelstärke 3,5. Ich habe 25 Luftmaschen gehäkelt. 25, weil wir gesagt haben, teilbar durch 12. Ich habe es mal 2 genommen, das sind 24. Plus eine extra Luftmasche, damit das Muster aufgeht, 25. Nun häkel ich in der ersten Luftmasche eine Knospe mit 4 Umschlägen. Ich ziehe meine Schlinge lang und in derselben Masche, in der die Schlinge ist, häkel ich jetzt eine Knospe mit 4 Umschlägen. Ich mache den ersten Umschlag und steche in die allererste Masche ein. Und hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Nun sammle ich alle Schlinge auf der Nadel. Zweiter Umschlag, in dieselbe erste Masche einstechen und den Faden nach vorne holen und langziehen. Dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. Vierter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen und den Faden nach vorne holen. Am Anfang jeder Reihe hole ich den Faden durch alle Schlingen, die ich auf der Nadel habe und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Meine Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen, eine, zwei und noch eine zweite Knospe in derselben ersten Masche häkeln. Ich mache den ersten Umschlag, steche in dieselbe Masche ein und hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Vierter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen und den Faden nach vorne holen. Nun hole ich den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Zwei Schlingen sind auf der Nadel, jetzt hole ich den Faden durch diese zwei Schlingen. Die zweite Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen, eine, zwei und eine dritte Knospe in derselben Masche häkeln. Ich mache den ersten Umschlag, steche wieder in dieselbe Masche ein und hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Vierter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen und den Faden nach vorne ziehen. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. Zwei Schlingen sind auf der Nadel. Den Faden durch diese zwei Schlingen ziehen. Wir haben jetzt insgesamt 3 Knospen in derselben Masche gehäkelt. Nun häkeln wir einen Solomonknoten. Wir ziehen die Schlinge ein wenig lang. Mittelfinger und Daumen sind zwischen der Schlinge und dem Faden. Jetzt hole ich den Faden durch die Schlinge und dort, wo meine Finger sind, ist eine kleine Lücke entstanden. Ich steche in diese Lücke ein und hole den Faden durch die Lücke nach vorne. Jetzt habe ich zwei Schlingen auf der Nadel. Ich hole den Faden durch diese zwei Schlingen. Der Solomonknoten ist fertig. Ich überspringe die nächsten 5 Luftmaschen und in der 6. häkele ich ein ganzes Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen bleiben leer. In der 6. häkeln wir ein ganzes Stäbchen.
Und wieder einen Solomonknoten. Die Schlinge lang ziehen. Mittelfinger und Daumen sind zwischen der Schlinge und dem Faden. Jetzt den Faden durch die Schlinge ziehen. In der Lücke zwischen den Fingern einstechen, den Faden durch die Lücke nach vorne ziehen. Zwei Schlingen sind auf der Nadel, den Faden durch diese zwei Schlingen ziehen. Und das Solomonknoten ist fertig. Jetzt überspringe ich wieder die nächsten 5 Luftmaschen und in der 6. häkle ich 3 Knospen. Ich mache einen Umschlag, überspringe 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. In der 6. Luftmasche einstechen, den Faden nach vorne holen und langziehen und alle Schlingen wieder sammeln. Jetzt mache ich den 2. Umschlag. Es zieht sich ein bisschen in der ersten Reihe, aber danach wird es spielerisch leicht. 2. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. 3. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. 4. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. Nun den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. Wir haben 2 Schlingen auf der Nadel, den Faden durch diese 2 Schlingen ziehen. Die Knospe ist fertig. 2 Luftmaschen, 1, 2 und eine 2. Knospe mit 4 Umschlägen in derselben Masche häkeln. 1. Umschlag, ich steche in dieselbe Masche ein und hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. 2. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. 3. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. 4. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen und den Faden nach vorne holen. Nun den langen Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. Den Faden durch die 2 Schlingen ziehen, die auf der Nadel sind. Die 2. Knospe ist fertig. Und wieder 2 Luftmaschen, 1, 2 und eine 3. Knospe in derselben Masche häkeln. 1. Umschlag, ich steche in dieselbe Masche ein und hole den Faden nach vorne. 2. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. 3. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. 4. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, den Faden nach vorne ziehen. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste, den Faden durch die letzten 2 Schlingen ziehen. Die 3 Knospen sind fertig. Jetzt wieder einen Solomonknoten. Nun überspringe ich die nächsten 5 Luftmaschen und in der 6. häkle ich ein ganzes Stäbchen. 5 Luftmaschen bleiben leer, in der 6. ein ganzes Stäbchen häkeln. Einen Solomonknoten. Und ich gehe zu meiner letzten Masche. In diese Masche häkle ich jetzt wieder 3 Knospen. 1. Umschlag, ich steche in die letzte Masche ein und hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. 2. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. 3. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. 4. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne ziehen. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. Den Faden durch die letzten 2 Schlingen ziehen. Die erste Knospe ist fertig. 2 Luftmaschen, 1, 2 und eine 2. Knospe in derselben Masche häkeln. Der 1. Umschlag, wieder in die letzte Masche einstechen, Faden nach vorne ziehen. 2. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. 3. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Der 4. Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste. Den Faden durch die letzten 2 Schlingen ziehen. Die 2. Knospe ist fertig. Und wieder 2 Luftmaschen. 1,
2 und eine dritte Knospe in derselben Masche häkeln. Erster Umschlag, ich steche in die letzte Masche ein, hole den Faden nach vorne. Zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Und der vierte Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne ziehen. Den Faden durch alle Schlingen ziehen, bis auf die erste, den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Das ist die erste Musterreihe. Ich wende meine Arbeit und starte mit der zweiten Musterreihe. Ich gehe zur mittleren Knospe. Hier sind die drei Knospen der letzten Reihe. Die erste, die zweite. In der Masche über der zweiten Knospe häkle ich eine Kettmasche. In der Masche der zweiten Knospe eine Kettmasche häkeln. Somit arbeiten wir jetzt in der Mitte der Knospe. Auch in dieser Masche häkle ich drei neue Knospen. Ich ziehe meine Schlinge lang und häkle die erste Knospe mit 4 Umschlägen. Erster Umschlag, ich steche in die Masche der zweiten Knospe ein und hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne ziehen. Dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Vierter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Nun hole ich den Faden durch alle Schlingen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Und in derselben Masche häkle ich eine zweite Knospe mit 4 Umschlägen. Der erste Umschlag, ich steche in dieselbe Masche ein und hole den Faden nach vorne. Zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Vierter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Nun hole ich den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Zwei Schlingen sind auf der Nadel. Ich hole den Faden durch diese zwei Schlingen. Die zweite Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen, eine, zwei und eine dritte Knospe in derselben Masche häkeln. Der erste Umschlag, ich steche in dieselbe Masche ein und hole den Faden nach vorne. Der zweite Umschlag, dritter Umschlag und der vierte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen ziehen, bis auf die erste, den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Und unsere drei Knospen sind fertig. Jede Reihe startet mit diesen drei Knospen und endet mit drei Knospen. Jetzt einen Solomonknoten und ich gehe zu meinem Stäbchen. Das ist das Stäbchen der letzten Reihe. Hier haben wir den Solomonknoten der letzten Reihe und hier das ganze Stäbchen. In der Masche über dem Stäbchen eine feste Masche häkeln. Und wieder einen Solomonknoten. Und ich gehe zu den drei Knospen. Die erste Knospe bleibt aus. Ich gehe zur zweiten Knospe und häkle auch hier in der Masche über der zweiten Knospe drei neue Knospen. Erster Umschlag, ich überspringe die erste, gehe zur zweiten Knospe, steche in die Masche über der zweiten Knospe ein und hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Vierter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen und Faden nach vorne holen. Den Faden durch alle Schlingen ziehen, bis auf die erste, den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Die erste Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen, eine, zwei und eine zweite Knospe in derselben Masche häkeln. Erster Umschlag, ich steche in dieselbe Masche ein und hole den Faden nach vorne. Zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen. Vierter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen.
den Faden durch alle Schlingen ziehen, bis auf die erste, den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Die zweite Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen, eine, zwei und eine dritte Knospe in derselben Masche häkeln. Erster Umschlag in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag und der vierte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste, den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Unsere drei Knospen sind fertig. Und wieder einen Solomonknoten. Und ich gehe zum ganzen Stäbchen. In der Masche über dem Stäbchen eine feste Masche häkeln. Einen Solomonknoten. Und ich gehe zu den letzten drei Knospen. Auch hier überspringe ich die erste und arbeite in der Masche über der zweiten Knospe. In diese Masche drei neue Knospen häkeln. Erster Umschlag, ich steche in die Masche der zweiten Knospe ein und hole den Faden nach vorne. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag und der vierte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste, den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Zwei Luftmaschen, eine, zwei und eine zweite Knospe in derselben Masche häkeln. Der erste Umschlag in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag, vierter Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste, den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Zwei Luftmaschen, eine, zwei und eine dritte Knospe in derselben Masche häkeln. Erster Umschlag in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag und der vierte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen ziehen bis auf die erste, den Faden durch die letzten zwei Schlingen ziehen. Und das sind die zwei Musterreihen, die wir stets wiederholen. Jetzt wenden wir wieder die Arbeit. Wir überspringen die erste Knospe und in der Masche über der zweiten Knospe häkeln wir eine Kettenmasche. Und dann eine Knospe, zwei Luftmaschen, zweite Knospe, zwei Luftmaschen, dritte Knospe in derselben Masche häkeln. Einen Solomonknoten und dann gehen wir hier zur festen Masche. In der Masche der festen Masche häkeln wir ein ganzes Stäbchen. Das sind nur diese zwei Musterreihen, die wir wiederholen. Wir achten nur darauf, dass wir in der ersten Reihe immer ganze Stäbchen häkeln und in der zweiten die feste Masche. Und wenn das Ganze dann größer wird, haben wir dann dieses wunderschöne Ergebnis. Es ist ein super schönes Accessoire für den Sommer und den Frühling. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, abonniert den Kanal. Es ist kostenlos. Ich freue mich über ein Like und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.